Und diese Formulierungen, diese Sätze, die ich dir jetzt gebe, die musst du mitschreiben, ausdrucken und inhalieren. Hi, mein Name ist Timo Sven Bauer und in diesem Video löse ich den Einwand, ich habe kein Interesse, bin nicht interessiert. Einer der häufigsten Einwände und mit Abstand der nervigste Einwand, wenn du in der Kaltakquise aktiv bist. Kannst du dir einfach mal kommentieren, wie häufig kommt dieser Einwand vor? Kam der Einwand schon mal vor? Ja, du rufst so an und dann heißt es, ah nö, wir sind mit unserem Anbieter gerade echt zufrieden oder gerade läuft es ganz gut, kein Bedarf. So, ich will dir jetzt wirklich zeigen, wie du es schaffst, diesen Einwand zu lösen, weil die Wahrheit ist ja, dass dieser voreilige Einwand einfach nur ein Schutzmechanismus von Menschen ist. Ihr lauft irgendwo in der Shopping Mall, jemand kommt lächelnd auf euch zu mit irgendeinem Flyer, irgendwas und ihr sagt kein Interesse. Einfach nur eine Reaktion auf eine Zeitverschwendung, auf eine potenzielle Zeitverschwendung. Und genau so ist es auch. Ihr ruft irgendwo an, ihr seid in der Akquise oder ihr verkauft vielleicht an der Tür oder in einem Ladengeschäft, ihr geht auf jemanden zu und dann kommt die Reaktion. Dann ist mein erster Tipp schon mal für euch, nehmt das Ganze nicht persönlich. Weil das Allerschlimmste, was ihr machen könnt, und das sehe ich leider am häufigsten, ist, dass du als Verkäufer dich persönlich angegriffen fühlst. Dass du das Ganze persönlich nimmst. Dass du sogar wirklich einen Zorn, einen Frust, einen persönlichen Angriff spürst und dann folgendermaßen reagierst. Wie kein Interesse. Sie wissen doch noch gar nicht, um was es geht. Wie können Sie da kein Interesse haben? Oder die dümmste Frage von allen, warum haben Sie kein Interesse? Aber sei mal ehrlich, wenn du auf irgendeinem Sales-Floor, in irgendeinem Telesales arbeitest, wie oft hast du von deinen Kollegen schon genau diese Reaktion gehört? Und hey, eine wichtige Wahrheit noch für dich, falls du das noch nicht gehört hast, falls das für dich Neuland ist. Die meisten Verkäufe entstehen erst beim fünften Impuls. Das heißt, wenn du gerade in der Akquise bist, dann war das vielleicht erst der erste Moment, die erste Ansprache oder die zweite Ansprache. Hier jetzt schon zu einem Close zu kommen, ist in vielerlei Hinsichten sowieso naiv. Die Wahrheit ist ja auch, in den meisten Fällen möchtest du nicht einen direkten Abschluss machen, sondern es geht erstmal darum, vielleicht einen Termin zu terminieren. Aber es ist einfach wichtig, wenn dieser Einwand kommt, souverän zu reagieren. Und diese Formulierungen, diese Sätze, die ich dir jetzt gebe, die musst du mitschreiben, ausdrucken und inhalieren. Du musst diese Sätze so gut drauf haben, dass sie wie fließendes Wasser aus dir rauskommen, dass du sie nicht mehr falsch sagen kannst und dass du vor allem auf die Tonalität, also die Art und Weise, wie du die Wörter sagst, achten kannst. Der Einwand kommt, ich bin nicht interessiert. Deine erste Reaktion ist natürlich, wie bei jedem Einwand, diesen zu bestätigen. Okay? Also wirklich auch Verständnis zu zeigen. Herr Meier, ich verstehe, Sie haben kein Interesse. Erster wichtiger Punkt. Keine Argumentation, kein Kampf, kein Widerspruch. Darf ich Sie höflich um eine Sache bitten? Das nächste Mal, wenn Sie sich nach XY umschauen. XY ist natürlich das, was du gepitcht hast. Zum Beispiel, wenn du im Recruiting bist, neue Mitarbeiter. Könnte ich die erste Person sein, mit der Sie sich über XY unterhalten? Ja, also über neue Mitarbeitergewinnung. Wenn du in der Lead-Gen-Branche bist, über neue Lead-Generierung, ja? Über Neukundengewinnung. Da muss einfach das Problem oder deine Lösung eingetragen werden. Nochmal, ich gehe nochmal zurück, weil mir ist es wirklich wichtig, dass du die Macht hinter diesem Satz verstehst. Herr Meier, ich verstehe, Sie haben kein Interesse. 90% aller Verkäufe reagieren mit, warum kein Interesse? Kein Interesse, Sie wissen doch gar nicht, um was es geht, oder mit irgendeinem Scheißspruch. Okay. Darf ich Sie höflich, jetzt bleibt bitte auch höflich und professionell. Herr Meier, darf ich Sie höflich um eine Sache bitten? Nur eine Sache. Das nächste Mal, wenn Sie sich nach neuen Mitarbeitern umschauen, könnte ich die erste Person sein, mit der Sie sich über neue Mitarbeitergewinnung unterhalten. Was glaubt ihr denn, was jetzt die Reaktion ist von eurem Gegenüber? Euer Gegenüber meint es sogar so, dass er sagt, ja, weil er merkt, wow, ihr seid souverän. Oder er will euch einfach nur abwimmeln und dass ihr zufrieden seid, sagt er auch ja. Egal, was für ein Ja von ihm kommt, es kommt mal ein Ja, eine Bestätigung. Verkaufspsychologisch spielt es dir enorm in die Karten. Lasst uns zum nächsten Teil der Formulierung gehen. Bestätigt mit Ja. Und dann kommt ihr und sagt, kann ich Ihnen eine Übersicht zu XY senden? Zum Beispiel zu unserer Mitarbeitergewinnungsmethode, sodass, wenn es soweit ist und Sie sich bei mir melden, Sie bereits etwas von uns gesehen haben. Da fehlt noch das Wort Sie. Denkt euch das Wort Sie noch dazu. Ja? Also nochmal, kann ich Ihnen eine Übersicht zu unserer innovativen Mitarbeitergewinnungsmethode oder zu unserer genialen Mitarbeitermethode senden, sodass, wenn es soweit ist und Sie sich bei mir melden, Sie bereits etwas von uns oder von mir gesehen haben. Und auch daraufhin reagieren
die meisten wieder mit einem Ja. Und dann bist du an dem Punkt, wo du sein möchtest. Weil was war denn dein Ziel? Dein Ziel war doch in der ersten Akquise, vielleicht diese visuelle Kaltakquise, dass du ein visuelles Tool, eine Information zusendest, ein Sales Funnel oder irgendwas anderes. Du wolltest doch Vertrauen aufbauen. Du wolltest dich doch vorstellen. Du wolltest doch einen positiven Eindruck hinterlassen. An dieser Stelle ist jetzt Folgendes passiert. Du hast ein Ja bekommen, obwohl eigentlich der Kunde vor 2 Minuten dich noch abwimmeln wollte. Jetzt kannst du nach seiner persönlichen E-Mail-Adresse fragen und ihm deine gewünschte Information zusenden. Ob er sich die anschaut oder nicht, ist jetzt mal unrelevant. Der Punkt ist der, das war heute der erste Kontakt. Ich habe dir gerade eben noch gesagt, die meisten Verkäufe, 80% aller Verkäufe, finden nach dem 5. Impuls, nach dem Follow-up statt. Jetzt hast du eine Möglichkeit, zum Beispiel in 4 Wochen ein Follow-up zu machen, indem du sagst, hallo Herr Meier, ich hatte gerade einen kleinen Moment, ich wollte einfach mal kurz mich erkundigen, ich bin neugierig, seit unserem letzten Gespräch hat sich Ihre Mitarbeiterproblematik oder die Herausforderung mit Ihren Mitarbeitern gelöst oder dürfen wir uns heute mal unterhalten? Und plötzlich kann er sich erinnern an dieses sympathische Gespräch, wie souverän ihr auch reagiert habt und nun hast du die Aufmerksamkeit und den Respekt von deinem Gegenüber, den du benötigst, um deinen Verkauf einen Schritt weiter zu bringen. Hey, Timo hier. Wenn es dir wirklich wichtig ist, deine Verkaufs- und Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und so zu kommunizieren, dass die anderen sagen, boah, das will ich auch können, stell sicher, dass du diesen Kanal abonnierst. Mindestens einmal die Woche hauen wir ein Video wie dieses raus. Und hey, wenn du bei irgendetwas Hilfe brauchst, im Verkauf oder wie kann ich mehr Kunden gewinnen, dann stell einfach sicher, einen Kommentar zu hinterlassen oder schreib uns eine Nachricht auf Instagram. Mein Team und ich werden dir dabei helfen. Ich hoffe, dieses Video war dir eine Hilfe. Ich hoffe, dass du wirklich diesen Satz mitschreibst, dass du dein Produkt, deine Dienstleistung integrierst in diese Vorlage, in diesen Frame und dass du ihn nicht nur in dieser Theorie gut findest, sondern dass du ihn in die Praxis umsetzt, um deine Abschlussquote auf ein neues Level zu bringen. Mein Team und ich hauen mindestens 2-mal die Woche solch ein hochwertiges Video raus, um dich zu beflügeln, zum Top-Verkäufer in deiner Branche zu werden. Also wenn du unsere Arbeit respektierst, dann hinterlass einen Kommentar, ein Like, ein Abonnement und schreib uns gerne eine Nachricht, sodass wir dir helfen können, auch deine Akquise auf ein nächstes Level zu bringen. Und by the way, die ersten 5 Kommentare bekommen von mir eine Ausgabe meines Buchs Der Kellner, der wie ein Anwalt verdient.